Mein Name ist Sandra Paulhardt-Hebenstreit und ich unterrichte an den Tourismusschulmodul. Ich bin Wirtschaftspädagogin hier an der Schule und ich setze die neuen Medien sehr, sehr gerne im Unterricht ein. Hier geht es jetzt um die Unterrichtssequenz 62, sag was du denkst, Bloggen mit Jimdo. Das heißt, es ist das Thema Blogging aufgegriffen worden und wir haben dafür einen Website-Builder, der gratis verfügbar ist, verwendet. Die Seite heißt Jimdo, aber natürlich kann man das auch durch eine andere Seite ersetzen. Und im Prinzip geht es daran, die Schüler und Schülerinnen an diese Art, öffentlich zu schreiben, heranzuführen. Wichtig ist, dass man da mal ein Thema findet, das passt. Wir haben jetzt für unser Thema Sustainability genommen. Damit das Ganze funktioniert, muss man mal ein bisschen was vorbereiten. Wenn man schon erfahrene Schüler und Schülerinnen hat, kann man das dann vielleicht auch in die Hände der Schüler und Schülerinnen legen. Aber in diesem Szenario legt die Lehrkraft eben zuerst einen Blog an auf Jimdo. Es gibt auf der Seite selbst Videos zu allen Elementen, die man verwenden möchte, ebenso auch zum Blog-Element. Kann man sich ansehen, es ist recht einfach einzurichten. Ich handhabe es dann auch immer so, dass ich mal einen Mustereintrag mache, dass sich die Schülerinnen vorstellen können, was sie da eigentlich tun sollen. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die Schülerinnen nicht so wissen, was ein Blog ist und man ihnen überhaupt einmal erklären muss, was da passiert, warum Menschen Blogs schreiben. Und es empfiehlt sich da dann auch, ihnen ein paar Beispiele zu zeigen von Blogs, die sie vielleicht interessieren könnten. Ja, also wenn man die Vorarbeit geleistet hat und das Blog steht sozusagen, dann würde ich empfehlen, mal eine kleine Einleitung im Unterricht zu machen. Und auch Datenschutz und Creative Commons bezüglich Fotos sollte man sie vielleicht ein bisschen sensibilisieren. Ja, und dann einfach die Seite vorstellen. Ich zeige dann eigentlich in der Sequenz auch immer her, wie man einen Eintrag anlegt, wie man das macht. Und dann sind sie eh schon ganz wurlert und wollen am liebsten gleich selbstlos starten. Man könnte dann, wenn die Blogbeiträge da sind, eine weitere Sequenz hernehmen und die Schüler und Schülerinnen Kommentare schreiben lassen bei anderen Schulkolleginnen und Kollegen. Beziehungsweise könnte man natürlich auch die Einträge kurz präsentieren lassen, dass eben jeder kurz sagt, worüber sein Blogbeitrag handelt. Kann natürlich auch ein Hausübungsblog sein, wo dann einfach der Blogbeitrag als Hausübung gewertet wird und die Lehrkraft das in Ruhe ansieht und vielleicht ein kleines Feedback dazu schreibt.